Na gut, dann können wir dann hoffentlich gleich bei dem kampfgeborenen Clan. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Da ist sie doch, da ist doch sie mit dem Mammut. Ja, hier, ich habe Mammutzähne. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Mera ab. Was wisst ihr über Khajiit? Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Ungefähr so viel wie jeder andere. Den Mammutzahn wolltest du haben, sowieso, Alter. Komm. Großartige Krieger, gute Händler. Es heißt, es gebe nichts, was eine Nordfrau nicht schafft, wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hat. Na gut, also das heißt, ich muss den dir irgendwie vor die Tür legen, oder was? Dass du den nimmst. Kommen wir hier jemals zur Rande? Was haben wir denn hier? Auftrag des Drachen. Bei einem Wachturm nahe Weißlauf wurde ein Drache gesichtet. Okay. Das ist dann wohl ein bezahlter Schläger. Und vermisst. Nein, ich wollte jetzt nicht alle anticken. Wir wollten doch jetzt erstmal irgendwie... boah, ist das schon wieder viel hier. Wir wollten eigentlich bei den ja, Vermissten hier gucken. Genau, wo Thorald verblieben ist. Ja, und als Mensch, das hat... Ihr seid zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Das nenne ich eine wirklich ehrenwerte Gesellschaft. Ach komm, lass mich in Ruhe. So, ich hoffe, wir kommen jetzt ohne Probleme rein. Weil sonst... ja, wir haben schon wieder so viele Quests. Ich weiß gar nicht mehr, was die Main-Quest ist. Okay, Haus von... Clan Kampfgeborenen. Ach, wer ist das denn? Das, da sitzt doch schon wieder einer. Da können wir doch jetzt nicht hier heimlich Tür schließen. Okay. Ein Versuch ist es wert. Nein. Nein. Und, okay. Wir sind drin. Wo müssen wir gucken? Verrat es uns. Geht ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie noch die Zeit kann ihn heilen. Ja. Durchsuchen Kleiderschrank. Dann machen wir das erstmal. Feine Stiefel. Was soll man denn damit? Bekleidung auch nicht. Was soll man denn hier überhaupt mitnehmen? Das vielleicht? Finde Hinweise über Thoralds Verbleib. Liefere Abusstein. Beweis. Okay. Was haben wir da oben noch? Wir nehmen natürlich alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Ein Sack mit Kartoffeln. Ein Kartoffelsack. Gut. Das bringt uns jetzt nicht so viel weiter. Haben wir vielleicht noch ein Buch, was uns hier irgendwie weiterhilft? Das Firmament. Nein. Der Niedergang. Geschichtlicher Überblick. Da war doch irgendwas. Nee, wieder geschichtlicher Überblick. Und der große Krieg. Na, das hat uns jetzt extrem weitergebracht. Naja, okay. Dann machen wir uns nochmal auf und bringen doch gleich dem netten Herr irgendwie die Notiz über seinen Bruder. Wenn er uns denn jetzt noch reinlässt, denn es dämmert schon wieder. Kann natürlich sein, dass es dann irgendwie heißt, ja, und so, bleibt draußen. Nein, es ist offen. Es ist noch nicht abgeschlossen. Sehr gut. So, wo bist du denn? Haha, ich hab... ja, dir schmeckt's. Gibt es Neuigkeiten? Dein Teller wackelt da. Dein Teller, du hast da, glaube ich, lebend Futter oder so. Gibt es Neuigkeiten? Habt ihr etwas gefunden? Ja, natürlich habe ich das gefunden. Hier, der Beweis. Thorald lebt! Ich wusste es. Zeig die mir bitte. Die Talmor. Bei den Neuen. Es ist schlimmer als gedacht. Aha. Festung Nordwacht. Dann wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. Ja, du weißt es, ich weiß es nicht. Ja, dann überfall sie. Ich tue alles für die Rettung meines Bruders. Ja. Ihr seid doch dabei, oder? Was? Wir können Thorald nicht diesen Ungeheuern überlassen. Ah, lasst mich versuchen, ihn zurückzuholen. Ohne Blutvergießen. Was? Ich bleibe in eurem Versteck, ich werde mich darum kümmern. Was? Ihr bleibt hier? Nein. Natürlich bin ich dabei, komm mit. Ich trommle alle Männer zusammen und treffe mich mit euch vor Festung Nordwacht. Wir gehen so schnell wie möglich rein und wieder raus. Wir sehen uns dort.
Okay. Wir ziehen also in die Schlacht und werden irgendwie Festung Nordwald. Oh, der Teller ist irgendwie. Er hat sich nicht mehr. Okay. Wann denn? Wir holen Thorald zurück. Auf jeden Fall. Ja, wir treffen uns da. Ich gehe schon mal vor und auf einmal stehst du da. Schon klar. Geh da bloß nicht irgendwie schon voraus. Aber ich will da jetzt auch nicht unbedingt schon irgendwie jetzt da eine große Schlacht anzetteln. Also machen wir erstmal das mit dem Mammutzahn, was wir eigentlich von vornherein vorhatten. Da gucken wir doch mal, ob Isolda, die uns ja eben eigentlich gerade über den Weg gelaufen ist, dort irgendwie erwartet und... Ja. Hallo, Bison. Ja, guten Tag. Ich habe schon wieder gar keinen Plan. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt lang? Habe ich die Quest hier heute angemacht? Ja, das ist eigentlich bringende Stoßzahn zu Isolda. Ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Die Quest ist an. Sie ist an. Hier ist sie auch an. Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Ja. Niemand hat hier irgendwie Ahnung, wurde da gerade gesagt. Wir sind gerade von da gekommen und da wieder raus. Sind wir hier wieder einmal im Kreis gelaufen? Das gibt's doch nicht. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist. Ihr braucht wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Aha. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Oh. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstadt, wenn ihr etwas erfahren solltet. Ja. Ja. Warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an, wenn Kollege. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Okay, wen sucht ihr? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwadone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Also wir sollten dann auf jeden Fall alle Rotwadronen irgendwie anlabern. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Weißlauf entdeckt. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Was? Braucht ihr etwas? Im Gegensatz zum Rest meiner Familie habe ich ein ehrliches Lauch. Geld was? Für ehrliche Arbeit. Na dann, zurück an die Arbeit. Wie, was? Jetzt haben wir ihr Lauch verkauft? Meinen guten Lauch einfach so... Und wir haben gerade Weißlauf entdeckt. Sehr gut. Waren wir nicht schon die ganze Zeit irgendwie in Weißlauf? Ich glaube schon. Aber wir haben es gerade irgendwie wieder neu entdeckt, obwohl wir gerade irgendwie in der Stadt waren. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Wie euer Steinbruch? Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Wieder aus dem Zusammenhang völlig rausgegriffen. Genau, laufen wir erstmal Dartsch gegen die Wand und jetzt geht's uns besser. Und vielleicht können wir jetzt klaren Kopfes und Verstandes irgendwie in die Wachunterkünfte. Genau, da wollte ich schon gerade rein. Das war alles geplant. Da muss ich jetzt mal gucken, was gibt es denn hier? Oha, da ist auch schon eine Wache. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und, was macht ihr da so? Led holen? Nein, wir ernten Lauch. Ich habe gerade Lauch geerntet. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Laden. Aber warum leben eure ganzen Naturalien hier? Das ist doch nicht normal. So, ich bin wieder weg. Auf Wiederschauen. Da war die Schmiede. Hier war die Schenke. Und eigentlich wollte ich zu Isolde und wusste nicht, wo lang. Und er entschied sich dann doch irgendwie, sich zu besaufen. Oh ja. Guten Tag. Guten Abend. Ah, hallo, mein Argonia-Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Ich kann mich an ihn auf jeden Fall nicht erinnern.
Ich bin hier, um einen Streit zu lösen. Prügelei anfangen. Aha. Ja, ich mach einfach mal die Prügelei. Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Also los. Los! Zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Wie? Was? Wie? 12 Septime auf den Großen. Ja. Ah, ich hätte irgendwie nur die Hand, bitte. Ah. Was haben wir denn hier? Links, rechts, hellsehen, weg. Und dann haben wir die Fäuste. Komm her hier. Ihr seid jämmerlich. Ja, ja, komm her. Dich machen wir gleich platt hier. Ja, ja. Komm, ich habe hier irgendwie Eisenhandschuhe und du bist jetzt... Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ihn einfach mal irgendwie... Wollt ihr nur so dastehen und einstecken? Wehrt euch! Hallo? Schnappt ihn euch! Wer hat euch denn das Kämpfen gelehrt? Hoch mit den Fäusten! Wer will, wer hat noch nicht? Schnappt ihn euch! Ihr seid härter, als ihr aussieht. Ah, ihr ja. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt, keine Frage. Zu Boden. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Schön. Ich kümmere mich darum, nur lasst mich bitte in Ruhe. Ah, ja. Das war dann wohl doch schon irgendwie ein Auftrag, den wir vorhin hatten, irgendwie jemanden einzuschüchtern. Hatte ich eigentlich noch gar nicht vor zu machen, aber als das Kaiserreich sich dem Altmeer, wen haben wir denn hier oben? Lässt du mich hier noch durch? Oh, hallo, wen haben wir denn hier? Was? Ja! Die Männer sind doch alle gleich, von Himmelsrand bis Hammerfell. Oh ja. Für sie gibt es nur Krieg und Politik. Und da gibt's noch was anderes. Vieh. Nein, wie Vieh bist du denn? Obwohl, das wäre auch mal eine neue Idee eigentlich. Ja? Ja, habe ich doch gesagt. Wie Vieh. Ihr braucht etwas? Oh. Ja, ich brauche etwas. Willst du es mir besorgen? Ich meine natürlich nur Gegenstände, nicht falsch verstehen. Ihr seht einen richtigen Krieger vor euch. Klinge und Schatten, Stille und Tod. Das sind meine Künste. Aha. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Aha. Für 500? Seid ihr ein Söldner? Ich bin eine Künstlerin, die auf der Leinwand des Lebens in blutroten Farben malt. Ja, ich kämpfe gegen Bezahlung an eurer Seite. Wozu soll man denn auch Kunst schaffen, wenn sie niemand mehr betrachten kann? Joa, dann nehmen wir dich mal mit, ne? Drauf geschissen, komm mit. Es sieht aus, als hättet ihr bereits Hilfe. Ich komme mit euch, aber dann müsst ihr euren Kameraden ziehen lassen. Was sagt ihr? Aha. Was ist mit Fandal? Der steht ja noch irgendwo und wartet. Gut, dann ein andermal vielleicht. Wenn ihr eure Meinung ändert, findet ihr mich hier. Ja, natürlich. Ich finde euch hier. Bewegt euch immer im Schatten, damit ihr eure Feinde seht, bevor sie euch sehen. Das wäre eh nicht gut gegangen. Jetzt mit einer Frau unterwegs, die hätte uns ja quasi nur... Ihr haltet euch sicher.